Hallo, heute mal ein kurzer Tipp für all diejenigen, die vielleicht noch bei Windows geblieben sind aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen und sagen, ja, ich möchte zwar zu Linux, aber da habe ich ja kein Outlook mehr. Na gut, hier wäre jetzt zum Beispiel eine Alternative. Strato bietet über das Webinterface namens Kommunikator die Möglichkeit, ein Open Exchange hier zu haben. Da gibt es Premium-Funktionen. Hätte man zum Beispiel noch einen Windows-PC, ja, dann könnte man sich sogar mit dem Windows-Outlook synchronisieren und auch den Kalender synchronisieren und auch mit dem Mobiltelefon-Kalender synchronisieren. Wer das alles nicht braucht, nimmt ganz normal IMAP und so weiter. Aber dieses Web-Interface hat man dann, ne? Da hätte man Kalender und so weiter, Team-Funktionen zum Beispiel. Ja, Kalender und so weiter synchronisieren würden Firmen zum Beispiel hierüber machen, kostet glaube ich so ein Fünfer oder so im Monat, müsst ihr mal nachgucken. Jedenfalls kann man da sowas tun, ne? Da kann man Termine anlegen und solche Geschichten. Test. Und den Termin kann man speichern, ne? Kennt man, erneut erinnern, okay. Und man hätte dann einen Testtermin angelegt. Weiß Gott, wo ich denn jetzt wieder mal da. Ne? Es ist natürlich jetzt 21 Uhr. Ich habe es ein bisschen größer gezoomt. Steuerungstaste, Mausrollrad nach hinten kann man es natürlich größer, kleiner. Ne? Kann den Termin auch so verschieben. Terminplaner wäre da. Wie gesagt, Teamfunktionen mit dem Windows Outlook synchronisieren. Die Windows-Geschichte habe ich mal gelesen. Müsste man sich noch ein zusätzliches Programm unter Windows installieren, damit das hier auf den Terminkalender, wie auch immer, zugreift. Also wer sowas sucht, ne? Und nur deshalb nicht zur Linux wechselt, weil er sagt, das habe ich dann alles nicht, der könnte das hierüber machen. Ne? Gut, das läuft ja alles im Webbrowser. Das heißt, das ist plattformunabhängig. Benutzt man nur den Webbrowser und ist man gar nicht im Team, dann kann man das sogar über das Basis-Postfach ohne Mehrkosten machen. Das heißt, nur diese Kalender mit jemand anders teilen oder was weiß ich, den Kalender dann vielleicht auch noch auf dem Smartphone sehen, das wäre dann kostenpflichtig. Ne? Aber wer dann sowieso nur E-Mail will und seinen eigenen Kalender, ne? Na, morgen hat die Mutter Geburtstag oder wie auch immer, der könnte das auch hierüber machen. Ja. Gut, testweise könnt ihr mir natürlich mal hier rüber eine neue E-Mail schicken an die oben zu sehende E-Mail-Adresse. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Ich teste mal mit rum, wie das hier so geht. Mal gespannt, was ja jetzt kommt. Ich weiß, wo dein Haus wohnt, sagt ihr jetzt. Ja, wissen die meisten sowieso schon. Macht mir gar nichts. Wollen Sie die Änderung wirklich verwerfen? Will ich verwerfen, genauso wie alle eure Spam-Mails, die ihr mir hierhin schickt. Aber wie gesagt, kurzer Tipp, wer so eine Art Outlook haben will, auch unter Linux oder Mac oder Android, ne, hatte ich letztens gezeigt, ein Android-Gerätchen, der könnte das dann hier rüber machen, kann sich mal durchtesten. Wer sowieso schon einen Strato-Account hat, ein Strato-Domänen-Namen, so wie ich hier unter systemregistrierung.de, hatte ich mal zu Windows-Zeit mal registriert, so aus Jux, ja. Ich war auch mal bei Windows, deshalb fällt mir das wieder ein mit dem komischen Outlook. Ne? Ja, gut, Kontakte abonnieren aus Link, Facebook, Google. Ne? Man kann natürlich seine Google-Mails importieren lassen und solche Geschichten. Expertenmodus gibt es auch, viele, viele Einstellmöglichkeiten. Wo man hier was sieht, E-Mail-Einstellungen, Signaturen-Einstellungen und. Alles, wie gesagt, das ist noch der Basis-Account. Nur wenn es dann in Richtung mit anderen Kalenderteilen und so weiter geht, dann wird es dann kostenpflichtig, dieses Outlook für Arme, ne? Das einfach nur so im Webbrowser läuft, könnte für diejenigen sein, die nur deshalb nicht zu Linux wechseln, weil sie sagen, da brauche ich aber mein Outlook. Die könnten sich damit behelfen. So, ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.